Hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Athletokorte Kompetenz bei dem schönen Community-Projekt bei Huma. Ja, wir sind bald dann am 15.07. quasi in 4 Tagen, den quasi wir zum Start für das weitere Rennen in Barcelona. Und ja, vorab wird es erstmal ein Video, wie gesagt, eine Zusammenfassung von das Training geben, Setup und weitere quasi. Naja, nehmen wir es mal als Newbie-Recherche, als totaler Anfänger. Und ja, ich bringe euch einfach mal da durch, so wie ich es an meiner Stelle machen würde, um anzufangen mit ATC quasi in Barcelona mit einem V12 von Aston Martin zu trainieren. Wie jeder Anfänger wird dann halt erstmal denken, okay, gehen wir mal bei Google rein. Wir gucken einfach mal nach den neuen Setup, nach den Begriffen, wo ich halt oben schon in der Leiste eingefügt habe und suche dementsprechend das Vorgabe-Setup. Leider gibt es für den V12 wenig. Wie gesagt, das hat man schon öfters mal gehabt. Und viele sagen, oh, boah, der ist ja so rau, reißt so viel aus und man fliegt ja wirklich für eine Strecke. Und gerade die kompliziertesten Sachen sind halt, naja, für mich die besten Herausforderungen. Und ja, also wie gesagt, großartig habe ich jetzt nichts gefunden, aber einen Streckenguide für Barcelona. Und daher gehen immer schöne Grüße raus an den lieben Vinny, der Nordland-Logistik, der hat mir da ein bisschen geholfen. Und ja, wir werden jetzt erstmal 1-2 Runden fahren. Ich werde mir das Auto jetzt erstmal für mich selbst erstmal einstellen und eventuell wird es dann für den V12, wie gesagt, Newbie. Das ist wirklich nur für Newbie. Kein Tutorial, einfach mal, man steckt ein, gibt Gas und experimentiert. Ne? Also, und dann wünsche ich euch auf jeden Fall mal viel. So, nach anfänglichen Problemen habe ich mir auf verschiedenen Temperaturen 24, 25 und 26 Grad ein paar, ja, wie soll ich sagen, verschiedene Setups gebastelt und habe jetzt quasi nach und nach jetzt erstmal hier 3 Runden eingefahren, natürlich nach Anleitung des Tutorials, wie ich die Curve-Bremspunkt einigermaßen nutzen soll, aber für mich war erstmal wichtig heranzukommen, was die Temperaturen der Reifen betreffen. Vor allem habe ich immer wieder Probleme mit dem linken Vorderrad, dass das bisher nach einer Runde 51, wir werden das auch noch gleich sehen, ziemlich heiß läuft und trotz ich stärkere Feder, also normalerweise sagt man es weicher einstellen, ne? Erfahrungsgemäß, aber ich habe da immer wieder weiter Probleme. Selbst nach Regulierung der 5. und 6. Runde, wie man es später auch sehen wird, haben wir so das Problem, die Temperaturen steigen ziemlich schnell an. Man sieht es auch hier schön mit dem linken Vorderrad, die Federung extrem am Arbeiten. Und ja, wir werden auch gleich in der 2. Runde sehen, dass ich da einigermaßen wirklich die Probleme hatte und dann, ja, wie gesagt, zurück in die Box gefahren bin, um da auch mal ein bisschen was am Setup abzuarbeiten. Ha, was so schön nennt. Ja, an sich war es eigentlich eine schöne Runde. Also wie gesagt, da kommt auch jetzt gleich nochmal ein Ausrutscher. Ah, ich liebe Curves. So, Beginn der 2. Runde an sich, schön angerast, einer schön gekommen. Ich hätte schon fast sagen können, mit dem 3. hier durchzufahren, aber es wäre alles viel zu optimistisch. Und ich meine, V12 für den Aston Martin, naja, ist ja nicht gerade so das wirklich Beste in der Hinsicht gewesen, ne? Da hat man auch schon wieder gesehen, viel zu weit rausgekommen und natürlich auch hier dann quasi viel Zeit liegen gelassen. Das Rutschen ist dann immer mehr geworden
dass man so gesagt nach Start und Ziel einen schönen Bandknutscher hatte. Also wie gesagt, ich hatte selbst in der Schikane, die könnte man schon mit dem dritten Gang den rausholen, zumindest ist mir das schon mal gelungen. Aber nicht bei der Zeit 1,51 und da war ich wieder sehr curve-lastig unterwegs gewesen. Die Bremspunkte auch falsch eingesetzt und ja, am Anfang des Dragon Guides habe ich bis auf die, ich glaube die 9. Kurve gut einvisiert. Selbst in dieser Schikane ist wirklich so der Fall, ich hole da immer mehr Zeit raus. Manchmal ist es so, dass wirklich das Gefühl, je dümmer die Kurve für mich ist, desto mehr hole ich was raus. Also, ja. Und jetzt auch hier gleich wieder, ja, im zweiten, im ersten. So, und dann natürlich gleich, ja, den ersten Patzer für mich. Habe ich gedacht, jupp, das passt so, lass mal so. Und dann das war zurück an die Box. So, nach kleinen Änderungen gab es dann nochmal in der 4. und 5. Runde, oder besser gesagt 3. und 4. Runde. An der 5. Runde gab es nochmal längere Pause, aber auch hier wieder sehr performance-lastig unterwegs gewesen, was das linke Vorderrad zu tun hatte. Also es wurde immer nach 2 Runden, ich hatte schon wieder fast 28 Grad drauf. Rechts hinten, links hinten und natürlich, also bei den Hinterreifen waren super optimal, aber der linke Vorderreifen, ja, mein Freund war er nicht. Auch ich hab's härter eingestellt gehabt. Es wurde halt immer, immer schlimmer. Da hat man es auch schon wieder gemerkt. Falscher Bremspunkt, zu viel Gas geben. Und die wieder hier. Dafür war ja noch die Einstellung. Map 3, ABS 4, TC3. Erstmal schön warm zu werden und so weiter. Um Hauptsache erstmal eine Rundenzeit mitzubekommen. Wenn ihr nachher mal drauf achtet, werdet ihr auch sehen, dass ich da ein bisschen rumgespielt habe. An dem Map ABS und TC. Naja. War auch nicht gerade optimal gewesen. Ja, da habe ich auch schon wieder eine Curve geliebt. Und da habe ich mich, ja, auch wieder selber. Also man kann wunderbar sehen, wie das Auto sich dann abhebt. Und ich war auch nicht gerade so wirklich glücklich, wenn es jetzt mal sich da abheben wollte, ne? So, genau. Jetzt kommt quasi die 3., 4. Runde. Gut unterwegs, schön Speed. Schön abgebremst, 2. Gang runtergeschaltet. Laufen lassen. Auch hier wieder 3. Gang laufen lassen. Ich war halt ein bisschen immer am Gas. Schön durchgestartet. Hart bremsen und laufen lassen. Aber ich habe auch, muss ich sagen, immer wieder den Nachlauf, das Problem, das Auto bricht hinten einfach aus. Egal, ob ich bei dem Nachlauf auf einen Wert von 8,2 oder einen 8,3 Wert ganz runterschalte, es ist immer wieder das Problem, es bricht hinten aus. Hier kann man es wunderbar sehen, in die Kurve reingefahren. Die Kurve in dem Tal nach oben ist schon auch eine Sache für sich. Das ist nicht wirklich. Normalerweise kannst du auch, wenn du richtig gut bist, mit dem 4. da hochfahren. Ne? Also rausbeschleunigen vor allem. Also leider ist es bei mir nicht der Fall gewesen. Natürlich, wie gesagt, sind erstmal quasi Gesamtrunden 8 Stück gefahren. Aber ja. Und hier auch wieder schön. Weg vom Curve. Also manchmal nehme ich auch diese erste Schikane, bevor die Doppelschikane vor Start und Ziel. Im zweiten Gang, schalt runter, lass laufen, bremst ab, 50% Gas und durch die Schikane.
da hätte ich noch weiter rausfahren können, um den Curve mitzunehmen, aber das war mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. So hatte ich eine Rundenzeit von 1:52.4. Das war natürlich erstmal ein schöner Rekord für mich. Und ja, bis da ich erstmal gedacht habe, ja, das könnte auch so schön passen für mich. Aber wie gesagt, der schöne Rekord war dann bei 1:50 gewesen. Auch eine super Zeit. Kleine Kleinigkeit, die ich dann quasi auch am Flügel ein bisschen was geändert hatte. So, und dann ging es natürlich wieder zwischen Runde 5 und 6 weiter. Kleinere Patzer sind natürlich wieder aufgetreten, die man nicht davon auszuschließen war, ganz klar zu sagen, Junge, da hättest du am besten noch ein bisschen das Streckenguide angeguckt, und weil da ging es dann mit dem Problem des linken Vorderreifen erst richtig los. Das Hupsen, wie gesagt, vom Auto in mal einzelnen Fällen habe ich soweit im Griff eigentlich gehabt, aber es wurde halt, ja, nochmal an der Spur, nochmal am Sturz ein bisschen gearbeitet, paar Werte verändert, aber nicht wirklich so, dass ich sagen könnte, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin. Man wird auch gleich wieder sehen, die typischen Schikanen. Man selbst bei einer Talauffahrt Richtung Langgerade kann ich nur sagen, selbst mit dem zweiten bin ich da hochgefahren. Ja, warum mit dem zweiten? Und da war es auch, ich habe da diese enge Kurve viel zu eng genommen. Was man ja auch theoretisch machen sollte, aber die war wirklich viel zu eng. Und dann gab es auch so hier einen kleinen Patzer. Zeit liegen gelassen. Und da war es auch schon bei dieses hier links, rechts, wie gesagt, die ersten Schikanen zu weit geholt. Und da auch wieder. Es war eine saubere Runde, aber nicht so zufrieden. Mittlerweile haben wir schon auch wieder TC3, Map3, APS3. Mit 5 Runden. Also ich hatte immer getestet, so für 20 Liter, und das sieht halt 1:52.4 immer die gleiche Zeit noch gewesen. So, mittlerweile sind wir schon bei Runde 7, also Runde 9 fast, mir unten angezeigt. Und ja, schöne warme Einführungsrunde, schön Schnelllauf. Man sieht jetzt auch TC1, APS3 und Map 1 gefahren. Und das war auch die siebte, wie gesagt, siebte Runde, eine der 1:50er Zeit, die ich rausgeholt habe. 1:50. Noch was, also wie gesagt, alle Zeit 1:52 wird jetzt gerade angezeigt, aber spätestens da war die Runde richtig schön perfekt. Da der linke Vorderreifen war auch sehr, sehr überbelastet. Aber ich habe dann halt gemeint, komm, nimm halt mal weiter mehr Druck raus aus dem Reifen. Ja, sonst, ja. Im Endeffekt muss ich trotzdem da noch eine Lösung finden, weil je länger ich damit fahren würde, desto mehr würde ich sagen, ich habe einen Platten wie bei Silverstone, ne? Also, mehr, meine Freundin lacht auch schon gerade darüber. Also, sie schaut auch aufmerksam gerade zu. Trotz Getrampel wie ich so ein Elefant, wo ich vorhin auf die Bremse getreten habe. Aber, ja. Nur so ein kleiner Witz am Rande. So, ja. Auf jeden Fall richtig gut durchgekommen durch die ganzen schönen Kurven. Hat auch richtig gut Speed drauf gehabt. Aber auch diese Kurve gut genommen. Normalerweise fährst du damit so zwischen 70 und 80 dadurch. Aber ja. Da musst du auch noch einen schönen Bremspunkt finden. Vor allem bei dieser Doppelkurve. Jetzt auch gleich die nächste rechts für die und die Doppelschikane. Kam richtig gut durch. Also ich habe richtig Rotz und Wasser geschwitzt hier bei fast 38 Grad, ne? Und ja, da wird jetzt auch gleich unten rechts angezeigt, die 1:50er Zeit. Und war eigentlich richtig, richtig gut, wenn man quasi vorspringt, ne? Also da unten ist er, wenn gleich das Ganze ausgeblendet wird. 1:50er Zeit in der 8-9 Runde. Und ja, kann man eigentlich sehr zufrieden sein. Natürlich muss ich das Ganze, wie ihr seht, noch ein bisschen üben. Ich war da ein bisschen zu optimistisch gewesen. Also, ja. Wie gesagt, ich freue mich schon auf den
schönen 15.07. Ich bin eigentlich mit diesem Rennergebnis eigentlich schon zufrieden. Klar, ich habe was ich da noch verbessern. Aber hat man dann einfach noch gedacht, ja, warum denn nicht? Und hier sind noch die letzten drei, 11., 12., 13. Runde, noch ein paar Experimente und ja. Ja, also wie gesagt, das ist so das, was ich so erleben durfte ab der Aufnahme, dem 12.07. heute. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Das Setup werdet ihr bei mir auf meinem Kanal finden. Auf meinem Kanal eben unter dem Reiter Newbie Assets, Asset Corsa, Kompetenze, Community Event beim Humor. Und ja, habt noch einen schönen Mittwoch und bis zum nächsten Mal. Euer Bartalo. Ciao, ciao. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung.